Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen kleinen Ausflug von der Playa aus in die Natur. Das ist das erste Video der Serie Walk into Nature. Wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die Fortsetzung nicht, sowie weitere Videos über unser wunderschönes Mallorca und die Playa de Palma. Viel Spaß! Ich hatte da keine Baustelle erwartet, weil letztes Mal war da keine. Versperrt uns natürlich ein bisschen die Sicht. Hier nochmal eben doch die Baustelle, weil man hier doch einen unverbauten Blick in den Wald hat. Und hier ist ein kleines Kätzchen. Und eigentlich nicht mehr so kleines Kätzchen. Ja, das ist hier so ein großes Drama an der Playa. Diesen vielen, vielen Straßenkatzen. Das ist ein ganz eigenes Kapitel. Da möchte ich auch mal ausführlich darüber berichten. Ja, weil das ist eine Sache. Ich sage am besten nichts dazu. Das ist nochmal ein süßes kleines Kätzlein. Aber es gibt hier auch sehr viele gute Menschen, die sich völlig selbstlos und über ihre eigenen Mittel hinaus da kümmern. Aber es ist natürlich nicht möglich, diesem Elend Herr zu werden. Hallo Kleines. Die ist auch super schön. Hey, hey. So, da gibt es auch eine kleine Windmühle oder halt was davon noch übrig ist. Das
müsste eine gewesen sein, genau, weil das ja oben dann so spitz zuläuft. Ja. So weit, so gut, das sieht man jetzt halt so weit. Ihr Kleinen. Hm. Jetzt hat die Mami kein Katzenfutter dabei. Tschupp, sind sie weg. Spätzchen. Okay, gehen wir mal weiter. Ein Paradies der Ruhe. Ja, wow, ne? Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube es nicht. Ja, ich kann auch irgendwie überhaupt nicht mehr reden. Ich bin total müde. Wunderbares Wetter hier, aber halt hochsommerlich. Und ich bin heute auch schon viel gelaufen und habe viel gedreht. Viel geschwommen. Ich bin jetzt langsam etwas müde. Und dann fällt bei mir als erstes die Sprache aus, die Beine als letztes. Tramontana. Wunderbar. Ich jetzt aber nicht hin. Ja, der Flughafen ist auch nicht weit. Man sieht es vielleicht auch gegen die Sonne, das startende Flugzeug. Ja. Let's go. Tja, diese schönen, formschönen, orangenen Teile und so weiter und so fort. Müsst ihr euch halt jetzt wegdenken. Ja, das ist ein Feigenbaum. Fängt auch wunderbar an zu duften im Herbst. Da hängen schon so kleine Böppel dran, aber ja, sind natürlich noch nicht so weit. Ja. Weiter, weiter, weiter. So. Wonderful, wonderful. Oh, was für ein Garten, die Leute. Oh, die schlagen mich, wenn die sehen, dass ich filme vielleicht. Ich meine, klar, hier gibt es viele so Leute, die sowas machen. Und ich kann es ja dann auch irgendwie verstehen, wenn die Menschen sich belästigt fühlen. Voll das schnucklige Haus da. Jo. Ich bin übrigens Anna von Arenal Unzensiert und das ist mein Kanal. Ich freue mich riesig, wenn ihr mich unterstützt und meinen Beitrag liked und subscribed. Ja, hier könnte ich mich auch wohlfühlen. Das ist lauschig. Gell, also hier kann man doch gut so ein bisschen entspannen. Man muss keine großen Ausflüge machen manchmal. Oh Gott, wieder so süße kleine Kätzle. Hallihallo. Da lassen wir die mal in Ruhe jetzt, die armen kleinen süßen Katzen, wo man hinschaut. Vorne geht's gleich weiter.
Weiter bin ich auch noch nicht gelaufen, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, was es da erwartet. Hallo, ihr Süßen. Och Gott, die sehen nicht so gesund aus. Ja, hier gibt es viele Krankheiten auch unter den Katzen. Ist kaum möglich. Also eigentlich schlichtweg unmöglich, dem Herr zu werden, auch mit diesen fürchterlichen Krankheiten. Aber jetzt kommt der schöne Teil des Tages und ich habe mir einen schönen Ausflug vorgenommen. Und über das andere Thema werde ich dann mal bei passender Gelegenheit auch diesem Thema angemessen ausführlich entsprechend berichten. Ich habe hier auch mal ein paar Wochen gewohnt vor Corona im Tierschutz, also bei einer tollen Tierschützerin. Und ja, man bekommt so einiges mit. Also genau. Aber jetzt mal Themawechsel. So. Okay. Hier steht, glaube ich, auch so einiges leer an kleinen Landhäuschen, weil es halt nicht so weit von der Autobahn ist. Ja, was willst du als Landwirt da machen? Oder als, keine Ahnung, ruhesuchender Mensch? Macht es ja jetzt nicht so viel Sinn, sich hier was zu kaufen direkt an der Autobahn. Zum Beispiel hier, das verfällt total. Schärft das nicht so ganz. Ja, so ist besser. Ja, gehen wir einmal noch mal um die Ecke. Und ich glaube, dann werde ich auch mal für heute Tschüss sagen und mich in den wohlverdienten Feierabend begeben. Ist das da sein soll? Hier hinten gibt es auch so eine Anlage. Keine Ahnung. Ich finde das noch raus. Okay, liebe Leute, das war unser kleiner Ausflug. Ja, ich wollte nur zeigen, man kann hier auch mal kurz die Ruhe suchen. Und dann geht es natürlich wieder zurück zu unserer Playa die Palma. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, so wie den hier. Auf jeden Fall mit einer ähnlich gechillten und friedfertigen Stimmung. Und ja, bis bald mal wieder. Eure Anna von Arenal Unzensiert. Wenn ich hier leben würde, hättet ihr jetzt ein schönes Leben. Alle zusammen, ja? Und du auch, du süßes kleines Baby. Gut. Bye. Ich wollte mit einem Einheimischen gerade die kleine Graue fangen, weil er ihr ein schönes Zuhause geben wollte. Hat leider nicht geklappt.
Leider ist sowas nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Für einen Tag, für eine Sekunde. Aber ich werde gleich noch eine tolle Tierschutzorganisation verlinken. Hier auf Mallorca. Und jeder Cent kommt an.